Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Hey. Alles fit bei euch, Leute. Erstmal, wir fliegen heute ins End. Ich will heute im End einfach ein paar Sachen looten, ein paar Festungen holen. Und, oh, weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe ganz vergessen, ein paar Schalterkisten mitzunehmen. Leute, es war in den letzten zwei Tagen, Alter, es war einfach der größte Abfall. Ich wollte schneiden. Und dann ist im Schnitt, also währenddessen ich geschnitten habe, sind meine Kopfhörer kaputt gegangen. Dann bin ich, weil ich die Zeit brauchte und das Video noch am Abend fertig kriegen musste, damit es rechtzeitig kommt, bin ich an dem Tag noch zum Mediamarkt gefahren und habe mir neue Kopfhörer gekauft, habe die erstbesten gegriffen, die mir in die Hände gekommen sind, und ich hoffe, mit der Audioqualität ist alles okay, weil diese Kopfhörer sind so der größte Abfall. Also wirklich, die kannst du komplett in die Tonne kloppen. Ich möchte jetzt keine Marken oder Namen nennen oder so, aber die sind wirklich einfach nur der größte verdammte Abfall. Es ist richtig zum Kotzen. Ja, und jetzt habe ich halt neue Kopfhörer. Und dann ist am Abend, wo ich das Video geschnitten habe, habe ich es gerendert. Nachts um 1 war es dann, habe ich es gerendert. Während es gerendert hat, habe ich dann noch gelernt. Und dann ist noch am Ende vom Render ein Fehler aufgetreten. Da habe ich es nochmal gerendert und dann noch hochgeladen am gleichen Abend. Nur irgendwie muss ich sagen, dass ich auch so ein bisschen stolz darauf war, vor allem auf das Video, weil ich mich nicht so von diesen Fehlern, die da aufgetaucht sind, irgendwie habe unterkriegen lassen, sondern es halt trotzdem weiter durchgezogen habe. So, und dann sind wir hier schon am Ende angekommen. Das ist doch gar nicht so weite Entfernung, wie ich immer gedacht habe, weil wir ja übelst lang unterwegs waren, um das End erstmal zu finden. Und jetzt muss ich nur noch die genauen Koordinaten von dem Endportal finden, weil die habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Hier ist die Bibliothek. Oh, habe ich Behutsamkeit? Ja, oh. Wir können gleich die Dinger hier mitnehmen, die ganzen Bücherregale. Ja, vor allem auch, Alter, wenn ich hier Blöcke abbaue, ungelogen jetzt diese Kopfhörer haben einfach 0,0 Bass. Es ist so ein Unterschied zu meinen alten Kopfhörern, die ich hatte. Die hören sich so verdammt kacke an. Es ist richtig zum Rummimimin. Das war der größte Fehlkauf meines Lebens, Alter. So, und da haben wir das auch schon abgebaut. Wir haben jetzt hier sogar eine ganz schöne Menge an paar Stacks an Bücherregalen. Ach, hier. Hier haben wir es. Ja, dann können wir uns hier gleich mal kurz die Koordinaten screenshotten. Und wir haben hier, glaube ich, Diamanten und wichtige Bücher hinterlassen. Die können wir gleich mal mitnehmen. Ja, ich habe hier wirklich, weil ich glaube, mein Inventar war voll. Und dann habe ich einfach Hauptsache wirklich hier erstmal alles eingelagert, damit ich genug aus dem End dann mitnehmen kann. Das ist ja auch alles schon wieder eine Weile her. Und ich habe den Spawner stehen lassen, dass, falls wir hier eventuell irgendwann mal eine Farm draus bauen wollen. Und irgendwann habe ich auch hier vor, weil wir brauchen irgendwann zu 100% so viel Obsidian. Und dann will ich auch definitiv diese Dinger hier abbauen. Ich bin übrigens gerade auch, und deswegen rede ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr und ihr seht nicht so viele zeitübergreifende Cuts in Anführungszeichen, oder wir machen jetzt keine heftigen Timelapses heute, leider, tut mir leid, aber beim nächsten Video ist er wahrscheinlich. Und das Problem ist nämlich, und fuck, ich brauche eine Enderperle. Das Problem ist nämlich, dass ich jetzt bald auf Klassenfahrt bzw. auf Englandfahrt fahre. Daher muss ich ein bisschen vorproduzieren. Nächste Woche fahre ich auf Englandfahrt und jetzt produziere ich erstmal zwei Videos vor, damit ich nämlich in der kommenden Woche, wo ich tatsächlich auch noch zwei Klassenarbeiten schreibe, Alter, wow, Schule ist so super toll. Und sobald ich dann genug Zeit habe, nehme ich noch ein paar auf für die nächste Woche für euch. Dann kommen hoffentlich auch die Videos trotzdem noch in einem regelmäßigen Takt. Da lege ich ja immer relativ viel Wert drauf, da ich nicht sage, ich bin auf Englandfahrt, Leute. Leider fallen die Videos aus. Und da sind wir schon angekommen. Jetzt müssen wir uns mal eine Richtung aussuchen, am besten in die wir fliegen. Ich würde einfach sagen, wir fliegen einmal nach da und fliegen jetzt einfach mal durch und hoffen, dass irgendwann mal eine Festung kommt. Ich habe ja glücklicherweise wirklich, ich habe genug Sex-Raketen dabei. Wow. Das ist nur so ein kleiner Kackturm. Ja, dann also mehr als killen und dann wieder weiterfliegen werde ich hier wahrscheinlich nicht. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt drei Schalkerschalen wenigstens. Falls es für euch hier ein bisschen ruckelt, wundert euch nicht. Ich habe meine Chunks übelst hochgestellt, um hier wirklich eine weit übergreifende Sicht zu haben. Damit mein Adlerauge in Zukunft auch ein paar Festungen sieht, hoffentlich. Und da vorne, nee. Da vorne ist nicht schon wieder nur so ein Drecksturm, oder? Wow, okay, das ist echt low. Das ist echt verdammt low. Oh, lol. Das ist hier sogar so ein richtig fetter Raum mit ganz vielen von den Dingern. Ja, da hinten, oder? Nee, ich fasse es nicht. Das ist schon wieder so ein scheiß kleiner Turm ohne Elytra. Mann, wie traurig ist denn das? Och, ey, Mann, Leute. So, und weiter geht's. Wir haben jetzt schon 14 Stück. Wow. Also irgendwie hat das End... Das mag mich heute irgendwie nicht. Kann das so... Aber warum spawnt denn keine richtige Festung? Das ist jetzt die vierte kleine Kackfestung, die ich hier habe. Wie kann denn das sein? Da muss doch... Da noch eine fünfte oder was? Okay, es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch echt deprimierend, dass ich keine Lytra bekomme, sondern nur diese kackkleinen Festungen. Ernsthaft? Och Mann, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier alles fertig gemacht habe. Oh Mann. Ja, oh Leute, 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 Leute. Da vorne ist unser Glück.
Da vorne ist unser Glück. Ja, ja, da vorne ist es. Oh, endlich. Okay, dann werden nur noch die hier abgeschlachtet. Wir sind jetzt bei einem ultimativen Stand von 27 schon. Und ich denke mal, wenn ich die Festung da hinten noch gelootet habe, Alter, dann haben wir bestimmt schon einen halben, also schon 32 Boxen an Schalker-Chests, an Schalker-Kisten, was echt nicht schlecht ist. Oh ja, seht ihr, oh, ich schmeck schon die Elytra. Ich schmeck sie schon einfach. Ja, Leute, da ist es. Hi, hi. Oh, Alter, das sieht... Sie ist aber auch groß, oder? Ich glaube, so eine große haben wir noch nicht gelootet. Wir haben ja bisher auch nur eine gelootet. Aber die ist echt fett. So, hallo. Hallo, Leute. Ich will mir nur einmal meine Elytra abholen, bitte. Hi. Ah. Bam. Na, alles fit? Ah. Boah, krasser Skiller hier. Okay, das holen wir uns später, aber erstmal die Elytra. Und jetzt machen wir hier wieder unsere Schalker-Kiste und tun da mal wieder alles rein. So, aber natürlich dürfen wir die wichtigste Sache nicht vergessen. Den wunderschönen Drachenkopf. Ich finde immer noch, das ist eins mit der besten Items, die es gibt in Minecraft. Ich liebe den Drachenkopf einfach. Ich hoffe, den bekommen wir noch 1000 Mal, Alter. Nee, er ist einfach unfassbar geil. So, und dann würde ich sagen, geht's los, Alter. Das wird doch ein Spaß, hier alles jetzt fertig zu machen und Platz. Und hallo, Leute. Ich glaube, wir daten uns gleich später. Ich muss mal ganz kurz hier einmal rumgehen. So, Leute, es ist jetzt, glaube ich, einige Zeit vergangen. Ich glaube, über 20 Minuten habe ich jetzt gebraucht, um hier alles zu looten, alle Dinger richtig zu killen. Da oben hängen jetzt noch ein paar, aber ein paar sind auch respawned. Es ist eine kranke Ausbeute. Ich habe jetzt über ein Stack Schalker-Schalen, also das sind jetzt 33 Schalker-Kisten, die wir jetzt hier haben. Außerdem habe ich hier, hier und da, hier, wir haben 32 Diamanten herausbekommen, übelst viel Eisen, auch ein bisschen Gold. Hier haben wir mega viel Rüstung und hier auch noch und ich bin der Meinung, wir hatten sogar noch, ernsthaft, war das das Einzige? Ne, hier, hier ist auch noch eine, die ist auch noch voll mit Rüstung, mit allem drum und dran. Also, wir haben auf jeden Fall da gut was rausgeholt. Aber das soll noch nicht das Letzte gewesen sein. Ich guck mal, dass ich vielleicht noch ein paar oder jetzt noch eine, zwei vielleicht andere finde, dass wir wirklich damit erstmal ausgesorgt haben. Ich habe eigentlich vorgehabt, wirklich pro Aufnahme 4 Stunden immer so zu machen. Problem ist leider wirklich, da ich halt im Vorproduzieren bin und deswegen fällt es jetzt alles ein bisschen flach. Vor allem, da ich auch ein bisschen für die Schule leider machen muss, lernen und so, ne, ist immer echt wundervoll. Aber ja, es war auf jeden Fall echt kranker Loot. Wenn das bei der nächsten Festung genauso wird, dann sind wir schon echt gut dabei, würde ich behaupten. Und da vorne ist wieder nur so eine kleine Baracke. Ich fasse es nicht, Alter. Kann das mal bitte besser werden? Ah, ja! Oh! Okay, ist zwar kein Schiff dabei, aber schon ein bisschen größer. Schade. Aber wenn man sich beschwert, scheint es besser zu laufen, Alter. Super, ich bin jetzt, glaube ich, 2-3 Minuten geflogen, wenn überhaupt. Läuft, Junge, läuft. So, Leute, dann ist der große Abteil hier auch gelootet und wir haben jetzt 64 und 27 Schalker-Schalen, aber es war nicht der letzte. Ich denke mal so, eine werde ich definitiv noch machen und dann werden wir uns mal wieder auf den Nachhauseweg begeben. Ich hoffe mal, dass die dann mit Schiff sein wird. Ja, ja, dass das jetzt passiert, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist jetzt echt verwunderlich, Alter. Wie es einfach, nee, ich habe es einfach gehofft und es ist einfach passiert. Einfach passiert. Läuft bei mir, Alter. Wow. Hi, Leute. Alles fett. Ah. Zerstört. Elytra. Hallo. Ich muss nur kurz die Elytra mitnehmen. Und da sind wir wieder. Die nächste Elytra. Ist dann heute schon die zweite. Das beste Item im Spiel. Hallo, lieber Drachenkopf. Oh, was war das, Alter? Hallo, lieber Drachenkopf. Zack. Haben wir den nächsten. So,
Okay, Leute, wir haben jetzt hier die letzte Endfestung fürs Erste, die letzte gelootet. Haben hier ganz, ganz viel Stuff, Alter. Hier in der Kiste habe ich auch nochmal sortiert, alles zu Blöcken gemacht und einseitig. Ich glaube, wir haben über 50 Diamanten jetzt insgesamt. Haben hier auch genug Schalker-Schalen. Also ich glaube, das müssten, lasst mich nicht lügen, das müssten um die 40 bis 50 Schalker-Kisten sein. Ja, das müssten... Es müssten 53 Schalker-Kisten, nee, 51,5 Schalker-Kisten sein, schätzungsweise. Nee, 53, so, jetzt aber 53 Stück haben wir dann hier an Schalker-Kisten. Ich muss jetzt nochmal ausfindig machen, wo ich hin muss, in welche Richtung genau. So, wir müssen jetzt exakt in diese Richtung dort. Ist eine ganze Menge, die wir fliegen müssen, zu 928,314. Also das dauert jetzt definitiv ein ganzes Stück. Und da vorne ist schon das rettende Portal. Hallo, liebes Portal. Hast du mich vermisst? War ja jetzt eine ganze lange Zeit weg, Alter. Enderperle, Rinder. Und? Ah, Weltlade. Sind wir wieder hier. Top, jetzt hoffen wir mal, dass wir ohne zu sterben wieder ordentlich ankommen zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ein Spawn gesetzt ist, aber ich glaube schon, der müsste eigentlich direkt da gesetzt sein, wo unser Bett letztens stand. Ich werde mal gleich ein paar Endermäden noch killen und mitnehmen. So, und dann haben wir auch erstmal ein paar Enderperlen. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier durchs Ende wieder nach Hause gelangen. Kommt da jetzt wieder der Abspann eigentlich? Nee, wir sind einfach direkt zu Hause. Okay, ja, hat echt alles super funktioniert, muss man sagen. Ich bin richtig müde jetzt, Alter. Keine Ahnung, warum. Das habe ich so fertig gemacht, Alter. Immer das Gleiche gemacht und hin und her und So, aber was das Wichtigste ist, weswegen wir auch übrigens im End waren, ist jetzt genau das hier. 30 Stück, beziehungsweise können wir nicht mal die 30 machen, weil wir keinen Inventarplatz mehr haben. Also ich habe jetzt, denke ich, erstmal genug Schalker-Kisten für die nächste Zeit. Aber wenn wir neue brauchen, ich denke mal eine 2-3 Stunden Aufnahmesession, wenn wir dann nochmal was suchen sollten, wird dann definitiv erfolgreicher. Und ich denke mal, dann sollten wir auch wirklich, dann müssten wir eigentlich mindestens 65, 66 Schalker-Kisten zusammenbekommen, wenn wir so lange im End sind. So, und da sind die nächsten 27 Schalker-Kisten. Dann können wir das Holz hier mal rausschmeißen. So, da sind die nächsten 27, die wir hier hinzufügen können. Und das sollte dann erstmal... Also, theoretisch mit den 53 Schalker-Kisten können wir dann 21,5 Doppeltruhen transportieren. Und das ist doch echt eine stabile Leistung, würde ich behaupten. Für den Anfang natürlich. Das wird, denke ich, eh im Laufe des Projekts dann um einiges ansteigen, was wir hier an Schalker-Kisten haben. Ich finde, Schalker-Kisten sind aber auch einer der wichtigsten Items mit in Minecraft. Weil du kannst mit denen ja eigentlich alles machen. Du kannst mit denen, egal ob es Sachen sind, die du bauen willst oder so, du kannst alles machen. Du kannst die Sachen transportieren, lagern, was auch immer. Es ist einfach mega geil. Du kannst die dann noch färben und so. Das wird einfach alles perfekt. Ist einfach perfekt. So, ja, hier haben wir jetzt unseren Stapel an Schalker-Kisten. Läuft bei uns, Alter. So, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In der nächsten Folge dann werden wir definitiv uns nochmal mit den Villagern auseinandersetzen und schon mal aus dem Nether wirklich all das Gold holen, was wir da haben. Und das Wooden Flash, um halt die Villager voranzubringen. Weil die Villager, also Villager sind halt einfach fucking OP. Anders kannst du es nicht sagen. Hier haben wir auch schon 3 Villager, wo wir dann verrottetes Fleisch traden können. Aber die Hauptsache für mich ist eigentlich, dass wir die Werkzeuge durch Villager bekommen, also wirklich OP-Werkzeuge, die Enchantments und die Rüstungen. Das ist eigentlich so ziemlich das Hauptding, weil wenn wir diese Villager-Reihe haben, müssen wir eigentlich nie wieder farmen gehen. Besser kann man sich beschreiben. Wir müssen wirklich nie wieder farmen gehen. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.